Hallo und recht herzlich willkommen zu meiner Vorhersage für die Halbfinalspiele der Cologne 2016. Wie immer schauen wir erst auf die Spiele des Viertelfinales. Da hatten wir heute als allererstes Virtus Pro gegen Astralis und hier hat Virtus Pro Astralis letztendlich doch aus dem Turnier geschickt. Virtus Pro recht stark gespielt und Astralis natürlich weiterhin geschwächt, dadurch, dass sie mit einem Stand-in spielen mussten. SK Gaming gegen Flipside war eine ziemlich klare Angelegenheit. Zweimal einstellig hat SK sich den Einzug hier ins Halbfinale gesichert. Und dann ganz überraschend, Navi konnte von Team Liquid besiegt werden. Liquid hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Teilweise sah es echt nach einem Hin und Her aus. Mal war Navi stärker, mal war Liquid stärker. Aber auf Kobbel gab es dann letztendlich die Entscheidung und Liquid hat ganz deutlich auf Kobbel gewonnen. Und als letztes Spiel des Tages hatten wir Gambit Gaming gegen Fnatic und ich habe es gestern schon gesagt, Fnatic hat wieder zu einer guten Form gefunden und ist jetzt hier richtig drin in dem Turnier und konnte auch heute Gambit Gaming damit schlagen. Also ergibt sich morgen folgende Paarung, Virtus Pro gegen SK Gaming, da denke ich, dass SK die Nase vorne hat und Team Liquid gegen Fnatic und ich denke, hier ist Endstation für Team Liquid und Fnatic wird den Einzug ins Finale schaffen. Schauen wir noch auf das Fantasy-Team. Hier habe ich heute als Kommando den Coldzera wieder, der momentan die beste KD im Turnier hat. Als Clutch King und generell eine ziemliche Frag-Maschine Flasher ist auch eine ziemlich gute Wahl. Morgen werden wahrscheinlich im Halbfinale einige Pistol Rounds von Virtus Pro gespielt, also denke ich, dass hier Snacks eine ganz gute Wahl ist. Als Entry-Fragger haben wir einen Neuzugang und zwar Fur von SK Gaming. Und auch als Sniper, da Guardian ja eben ausgeschieden ist, haben wir heute Fallen und wir werden sehen, was er für eine Leistung bringt. Er hat momentan die meisten Sniper-Kills in diesem Turnier. Schauen wir auch noch kurz auf die Verteilung der Punkte. 332 Punkte gab es am Viertelfinalspieltag und das ist wirklich eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Es gab hier durch die Bank weg weit über 60 Punkte, außer bei Snacks, der auf der ersten Karte relativ gut war, aber dann auf der zweiten leider nur mit, glaube ich, 2 Kills dagestanden hat. Aber kein Problem, 332 Punkte ist eine ordentliche Zahl. Schauen wir also, wie der Halbfinalspieltag verlaufen wird. Wir freuen uns auf spannende Spiele und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich bin Hyber von Molten Pixel TV.